Die EMS-Gruppe ist in den Geschäftsbereichen Polymere Werkstoffe und Feinchemikalien Engineering weltweit tätig. Das erfolgreiche Unternehmen ließ die Lagerkapazität weiter ausbauen. Zu den beiden bereits bestehenden Hochregallagern am Standort in Domat-Ems wurde ein drittes erstellt. Das Auftragsvolumen für das neue Hochregallager beinhaltete die Lieferung, die Montage und die Inbetriebnahme des Hochregallagers 3. Zudem wurde die bestehende Fördertechnik in der Versandhalle umgebaut und die neue Anlage in das bestehende Lagerverwaltungssystem bei der EMS Chemie integriert. Mit Jung Heinrich als Partner für Intralogistik konnten alle Anforderungen erfüllt und erfolgreich umgesetzt werden. In nur 7 Monaten entstand das höchste Hochregallager der Schweiz mit 12.800 Palettenplätzen. Bei Firma Jung Heinrich ist einer aus mehreren Bewerbern, wo man relativ in einer späten Phase auswählt. Und sie haben den Zuschlag bekommen und haben natürlich dann müssen sich sehr schnell organisieren, intern. Und das ist sehr gut gegangen. Kompetenter Projektleiter von Firma Jung Heinrich bekommen mit dem Herrn Fritschi. Die Hauptherausforderung ist natürlich die, dass wir zurzeit das höchste Hochregallager in der Schweiz realisieren. Und das in einem sehr sportlichen Terminplan. Wir haben am 15. Oktober den Auftrag bekommen. Und Going Live sollte eigentlich Mitte Juli sein für den Betreiber. Wir haben uns aber zum Ziel gesetzt, zusammen mit der Bauleitung vom Kunden. Erste Priorität ist Sicherheit, zweite Priorität ist Qualität und die dritte ist erster Termin. Die Helikopterflüge sind vor allem für Tragblechkonstruktionen eingesetzt worden, dass man die schweren Tragbleche überhaupt auf das Dach hochbringt. Und sämtliche Kleinbauteile sind im Bund gebündelt worden, bis zu Gewichten von 900 Kilo und sind somit Einzelflüge auf das Dach hochgeflogen worden. Die Besonderheit dieses Objekts ist die Gebäudehöhe in Relation zur Fläche. Durch eine geplante Durchfahrtsstraße war der Bau in der Breite eingeengt. Somit wurde das Gebäude mit einer relativ kleinen Grundfläche 44 Meter hoch gebaut. Die Beanspruchung der Bodenplatten durch die geplante Vollauslastung ist enorm. Die 70 cm dicken Platten können höchste Belastungen aushalten. Mit rund 7000 Quadratmeter verbauter Fassadenfläche und 1500 Quadratmetern Dachfläche war der Bau des Gebäudes für alle Gewerke eine Herausforderung. Die schweren Tragblechkonstruktionen wurden per Helikopter an ihren Bestimmungsort transportiert. Die Gebäudehöhe und Windbelastungen erforderten spezielle Befestigungen. Bei der Verbauung stand selbstverständlich die Sicherheit an erster Stelle. So wurden die Bauarbeiten in der Höhe bei aufkommendem Wind unterbrochen. Mit dem weltweit größten Pneukran gelangten die beiden Regalbediengeräte durch die Dachöffnungen in die Gassen. Der Um- und Ausbau erfolgte während laufendem Betrieb. Heute haben wir unsere Hauptkomponenten, die fahrenden Regalbediengeräte und Paletten von Wareneingang in die Gestelle raus verteilen und umgekehrt in den Gaffel holen, haben wir heute durch Dachöffnungen eingebracht.
es war hektisch. Wir hatten einen engen Terminplan, der ist noch enger gesetzt worden durch ein Event, das von der Ems-Chemie organisiert wurde. Wir haben den Zielvorgabe bekommen, 2 Wochen fertig zu sein. Haben wir geschafft, auf den Tag genau. Aber vielleicht ist das auch notwendig, mit dem notwendigen Druck schnell zum Ziel zu kommen. Der Terminplan ist immer sehr genau eingehalten worden. Wir haben einen sehr guten Projektleiter bei uns, der immer ein offenes Ohr hatte, der sich auch darum bemüht hat, wenn kleine Änderungen zu machen waren, wenn Terminkollisionen angestanden sind, hat uns er immer weitergeholfen und hat auch geschaut, dass wir den Terminplan einhalten können. Es war eine Erweiterung der bestehenden Bauten, aber in der dahinter Dichte, wie wir es heute haben, haben wir es noch nie gehabt. Also wir haben einen maximalen Füllgrad mit maximalem Gewicht, das wir drin lagern können. Wir haben sehr schnelle Zugriffszeiten auf Paletten. Es funktioniert reibungslos und es ist wirklich eine Freude, um dem neuen Lager zuzuschauen. Und ich bin stolz darauf, das betreiben zu dürfen.